Hallo, willkommen zum sehr verspäteten jährlichen Video. Es ist ja jetzt schon das nächste Jahr, deswegen kurzes Intro, bla bla bla, Weihnachten, bla bla, fucking Killing Floor 2. Und ich weiß nicht, ob ich das nächstes Jahr auch wieder spielen werde, weil langsam wird doch Killing Floor 2 jedes Jahr ein bisschen eintönig. Vielleicht für dich wird nächstes Jahr irgendein anderes weihnachtliches Spiel mit aktuellen Weihnachtsupdates und jetzt ist es doch wieder ein langes Intro geworden. Shit, okay. Jedenfalls in diesem Video will ich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ansprechen. Aber das spreche ich ganz zum Schluss an. Zuerst will ich noch andere, unwichtigere Themen ansprechen. Also am Ende des Videos dann zum eigentlichen wichtigen Thema jetzt erstmal anderes. Zuerst will ich mich aber für dieses Video entschuldigen, falls ich Themen, die ich schon mal angesprochen habe, doppelt anspreche. Weil ich weiß, ich wiederhole mich oft in Videos. Vor allem, weil sie über Jahre lang nicht wirklich was ändert, was sich hoffentlich jetzt bald ändert. Aber ja, falls irgendwas doppelt ist, falls irgendwas ist, was ihr schon mal gehört habt, es tut mir sehr leid. Jedenfalls, wie ihr bemerkt habt, es passiert derzeit sehr wenig auf meinem YouTube-Kanal und jetzt gerade über Weihnachten auch auf meinem Twitch-Kanal. Und gerade bei YouTube ist es hauptsächlich der Grund, dass ich einfach mit sehr viel anderen Sachen beschäftigt bin. Nicht jetzt im Sinne von, ich hätte keine Zeit dazu, die hätte ich sehr wohl. Aber ich bin mental das ganze Jahr über schon komplett woanders als beim Videos aufnehmen. Und dann wären wahrscheinlich nur so halb motivierte Videos rausgekommen. Und da sage ich entweder ganz oder gar nicht. Also entweder bin ich motiviert zum Aufnehmen und mache halbwegs gute Videos, anstatt dass ich mich zwinge zum Aufnehmen. Und es kommt einfach nur ein Scheiß dabei raus. Ich glaube, das ist relativ verständlich für alle, die so in etwa ein bisschen Empathievermögen haben. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, im letzten Undertale-Part, den ich auf YouTube hochgeladen habe, erwähnt, dass ich seit Anfang des Jahres auf Wohnungssuche bin und jetzt habe ich endlich eine Wohnung seit Anfang Dezember und da bin ich jetzt total zusammen mit meinen sehr hilfsbereiten Eltern am Einrichten. Das nimmt halt Zeit in Anspruch, wenn man das erste Mal in eine eigene Wohnung zieht, wo man dann die ganzen Möbel kaufen muss und durch Möbelhäuser latschen muss und so. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem von meinem Handy das erste Mal die Nachricht, Gratulation, Sie haben heute Ihre 10.000 Schritte erreicht, nur weil ich durch so viele Möbelhäuser spaziert bin. Ja, ich bin meistens nur am Computer. Es ist sehr viel Arbeit. Jeder, der schon mal in der Wohnung neu gezogen ist, weiß das, glaube ich. Umziehen wäre wahrscheinlich leichter, weil ich da einfach die alten Möbel mitnehme. Aber so ist halt alles neu. Sehr viel Geld ausgeben, was ich mir über die Jahre angespart habe. Ja, mein Kopf ist hauptsächlich derzeit bei dem und noch bei vielen anderen Sachen, die ich gar nicht erst erwähnen will. Jedenfalls, was ich schon mal als Update sagen will, für die Leute, die wissen wollen, wie es mit Undertale weitergeht. Ich habe bei Undertale schon sehr viel noch dazu aufgenommen. Also den Neutral Run habe ich schon fertig aufgenommen und sogar fertig geschnitten. Es fehlt eigentlich nur noch so das letzte Areal des Spiels. Dann hätte ich Undertale fertig. Das Doofe ist nur, dass ich irgendwann im Sommer einen neuen PC bekommen habe und mir dachte, ach ja, Undertale, das ist ja über Steam, ne? Der Steam Cloud Speicher, der speichert da ja meinen Spielstand. Also brauche ich das nicht sichern. Ich setze jetzt meinen neuen PC neu auf und dann kann ich Undertale einfach weiterspielen. Dann wollte ich die letzte Portion des True Pacifist Run aufnehmen und komme drauf, okay, Steam hat doch mein Spiel nicht gespeichert und ich bin wieder komplett am Anfang. Und dann hatte ich eigentlich keine Motivation, lange das ganze Spiel nochmal bis zu dem Punkt zu spielen, wo ich war, weil das auch kurz vorm Ende war. Ich meine, Undertale ist jetzt auch nicht ewig lang, aber trotzdem war das halt einfach so ein Down in meiner Motivation, dass ich derzeit noch nicht weiter aufgenommen habe. Was ich aber gemacht habe, Undertale-mäßig, ist auf der Nintendo Switch das Spiel bis zu dem Punkt zu spielen, wo ich war. Und eventuell, mein Punkt war einfach, weil die Switch-Version wurde, war noch nicht mal angekündigt, wo ich Undertale angefangen habe zu spielen. Ja, so lange zieht sich der Scheiß schon, weil ich so gut bin in konsequent sein. Und ich dachte mir, hey, ich könnte einfach die Switch-Version bis zu dem Punkt spielen, weil dann könnte ich noch den Zusatzboss auf der Switch-Version zeigen und das Spiel dann auf der Switch praktisch durchspielen, vor allem, weil ich mittlerweile ja auch eine Möglichkeit habe, von der Switch aufzunehmen. Eventuell mache ich so, das muss ich noch probieren, ob das so funktioniert, sonst muss ich halt die PC-Version wieder bis dahin spielen. Aber True Pacifist Run will ich auf jeden Fall weitermachen. Bei Genocide Run weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde, ob ich das dann auch für mich alleine aufnehme oder ob ich sage, ach scheiß drauf, guckt sowieso kein Schwein, ich lasse das einfach. Oder ob ich das Ganze einfach streamen werde, weil streamen macht mir
derzeit eigentlich mehr Spaß, als nur mit mir selbst die ganze Zeit zu reden. Wo wir bei Streams sind, falls ihr es nicht wusstet, ich habe einen Twitch-Kanal, wo ich sogar regelmäßiger streame, als ich Videos hochlade. Nur halt jetzt derzeit über Weihnachten wegen neuer Wohnung und so nicht. Ich habe aber vor, das bald wieder aufzunehmen. Allerspätestens im Februar, schätze ich mal. Und da habe ich ja zum Beispiel vor kurzem mit Black Mesa angefangen, also dem Half-Life 1 Remake. Und das macht mir großen Spaß. Und wenn ich das fertig habe, werde ich das vielleicht auch auf YouTube hochladen. Ich wollte nur noch nicht anfangen, das zu schneiden und auf YouTube hochzuladen, wenn ich das Spiel vielleicht irgendwann mittendrin keinen Bock mehr habe und das nie fertig spiele, weil unfertige Projekte will ich eigentlich nicht mehr hochladen. Und was ich natürlich auch sagen will, ich bin auch seit letztem Jahr Twitch Affiliate. Das sind ja jetzt keine wahnsinnig hohen Anforderungen. Aber das heißt, man kann mich auf Twitch abonnieren und Emotes dafür freischalten. Derzeit nur 3 und 2 davon sind halt Tier 2 und Tier 3 Emotes. Also teurer, das will ich eigentlich. Ich würde die alle eigentlich Tier 1 Emotes machen, aber Twitch lässt mich nicht, solange ich nicht mehr Subscriber habe. Und natürlich gibt es auch Kanalpunkte fürs Gucken. Einfach nur fürs Zuschauen, wo man halt natürlich dann Emotes für 24 Stunden freischalten kann, den Nachrichten auch vorheben kann und so. Also wenn ihr mal Bock habt, mit mir live zu chatten, während ich spiele, Twitch ist sehr gut dafür, weil ich habe auch natürlich noch nicht so viele Zuschauer und Chatter. Das heißt, dass ich noch auf so ziemlich jede Chatnachricht reagiere, außer sie geht mir auf den Sack oder so. Und was ich natürlich auch noch machen will, ist Burial at Sea, also den Bioshock Infinite DLC, will ich auch irgendwann, ich hoffe wirklich inständig, dass ich das dann 2020 schaffe, den Scheiß aufzunehmen und auf YouTube hochzuladen. Das will ich aber wirklich halt aufnehmen und nicht streamen und dann hochladen. Weil zukünftig will ich es dann auch eher so machen, dass ich Spiele nicht mehr für mich selbst aufnehme, weil ich weiß nicht nach. Ich habe das ja seit 2009 oder so gemacht und irgendwie ist da schon ziemlich die Luft draußen und es macht mir einfach Spaß, wenn ich das live spielen kann, Live-Reaktionen von Zuschauern mitbekommen kann und dann halt die Streams verarbeite und halt als Parts oder als Highlight-Videos, je nach dem, was sie besser anbietet, dann so auf YouTube hochlade. Das würde mir derzeit mehr zusagen. Mal schauen, wie sich das mit den Streams entwickelt, weil wenn ich natürlich dann 10 Streams mache und in jedem Stream nur 1-2 Zuschauer habe, dann denke ich mir auch, okay, eigentlich könnte ich gleich wieder für mich selbst spielen und das Ganze lassen. Aber ja, wie gesagt, ich bin da total transparent und ich sag's, wie es ist. Ich mache die Sachen einfach, solange sie mir selbst Spaß machen. Und wenn nicht, dann lasse ich das halt wieder. Und natürlich machen mir Streams mehr Spaß, wenn ich so ein paar Leute mit zum Reden habe oder halt im Chat interagieren kann, weil ich liebe Zuschauerinteraktionen, solange sie nicht ins Trolling oder Mobben übergehen. Was ich auf meinem YouTube-Kanal stattdessen lieber machen würde, also zusätzlich zu Stream-Highlight-Videos oder halt so wie meine GTA-Videos, wo ich so zusammenschneide, so Highlights, die ich irgendwann mal beim normalen Spielen mit Shadowplay aufgenommen habe, wären halt solche Videos wie zum Beispiel auch am Anfang letzten Jahres Testing with Science, also so Rockstar-Editor-mäßig oder auch andere Spiele-mäßig, einfach so Gag-Videos, Sketch-Videos oder irgendwelche hirnrissigen Dokumentationen oder so. Auf sowas hätte ich Lust, sind aber natürlich auch viel Aufwand und da bräuchte ich natürlich auch Ideen dazu. Aber zum Beispiel das Arbeiten an Dr. Science hat mir verdammt viel Spaß gemacht und mit dem Endprojekt war ich auch richtig zufrieden. Wenn ich es mir jetzt ansehe, sind natürlich ein paar Sachen drin, wo ich denke, ah, okay, das würde ich jetzt vielleicht anders machen, aber genau so eine Lernerfahrung brauche ich dabei einfach, dass ich irgendwann mehr sowas machen kann. Was ich auch endlich gerne mal angehen würde, wäre mehr zu zeichnen, weil ich habe schon seit länger als ich Let's Playe, ich glaube 2007 habe ich angefangen, habe ich eine Story-Idee im Kopf, die sich in meinem Kopf immer weiterentwickelt hat und mehr verworren hat und mehr Charaktere dazu und jetzt habe ich schon eine komplette Story im Kopf, wo natürlich noch ein paar Löcher gefüllt werden müssen und so, aber ich hätte verdammt Bock, einen Comic-Manga daraus zu machen, also eher so eine Mischung. Ich würde es am ersten vergleichen mit, falls ihr den Comic von Scott Pilgrim kennt, mit dem würde ich es am ersten vergleichen, was ich vorhabe. Also schon so, dass man von links nach rechts liest, aber so eine Mischung aus Comic-Stil und Manga-Stil irgendwie. Also irgendwas so zwischendrin, das
passt für die Story, die ich im Kopf habe, glaube ich, am besten. Und das würde ich echt verdammt gerne endlich mal anfangen. Aber wie gesagt, ich bin sehr schlecht darin, Sachen in meiner Freizeit für mich selbst zu machen. Würde mir irgendwer anders sagen, hey, mach mir jetzt einen Comic, wäre ich wahrscheinlich sofort dabei. Aber ja, das wäre meine Idee. Und warum ich das Ganze jetzt gerade wieder aufbringe, ist eben, weil ich jetzt in eine eigene Wohnung ziehe. Das heißt, ich habe in einer neuen Wohnung dann keine Eltern mehr, die mittendrin irgendwas von mir brauchen. Und auch keine Eltern, die durchs Zimmer durchgehen, weil ihr müsst wissen, ich bin gerade in einem Zimmer, wo genau der Durchgang zur Terrasse ist und meine Eltern gehen sehr oft raus. Und wenn ich da während den Aufnahmen immer wieder gestört werde, heißt das, ich kann dann eigentlich nur abends aufnehmen, wo ich dann mein Zimmer zusperren darf. In der eigenen Wohnung wäre ich halt durchgehend ungestört. Vor allem, was auch noch dazu kommt, ich müsste nicht mehr warten, bis das Essen fertig ist. Weil wenn es bei mir heißt, hey, in einer Dreiviertelstunde gibt's Essen, dann kann ich nicht mehr zum Streamen oder zum Aufnehmen anfangen. Und in der eigenen Wohnung entscheide ich dann, wenn ich esse. Natürlich geht halt der Komfort verloren, dass ich nicht mehr bekocht werde und da dann mehr Arbeit habe und natürlich auch meine eigenen Sachen einkaufen muss und der Kühlschrank sich nicht magisch von selbst füllt. Und natürlich muss ich dann auch mehr bezahlen und so. Also ich will mal gucken, wie sich das dann in der eigenen Wohnung entwickelt. Mit Freizeit haben und so. Oder ob ich dann schlussendlich weniger Freizeit habe, weil ich natürlich viel, viel mehr selbst machen muss. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich dann einfach meine eigene Zeit besser einteilen kann, als wenn ich da irgendeine Abhängigkeit habe von wegen um die Uhrzeit gibt es Essen. Und wir müssen jetzt unbedingt durch in den Garten, genau wenn du aufnimmst und sowas. Ich will meine Eltern jetzt nicht beleidigen, sie sind also wunderbare Elternteile. Aber oft wünsche ich mir halt doch, vor allem wenn ich schon 27 bin, ist es ja langsam an der Zeit, ein bisschen unabhängiger zu werden, oder? Vor allem eine Idee, die ich auch noch für meinen YouTube-Channel hätte, wäre dann, wenn ich da eine eigene Wohnung habe, könnte ich natürlich auch so kleine, jetzt nicht wahnsinnig ausgeführt, aber so kleine Vlogs machen, wie zum Beispiel, was für eine Idee ich gehabt hätte, wo ich nie weiß, ob ich das durchziehe, weil ich will dann auch mit Kochen vom Experimentieren. Ich habe in meinem Leben noch nie groß gekocht, höchstens was ins Backrohr schieben oder was im Airfryer machen oder Würstchen in heißes Wasser legen, bis sie durch sind. Das ist das meiste an Kochen, was ich gemacht habe. Und vielleicht komme ich mal zum Experimentieren und könnte dabei filmen, wie ich miserabelst versage. Und das wäre doch dann ein ziemlich lustiges Video, oder nicht? Bitte lach. Ich stelle mir das halt so ähnlich vor wie das Keksvideo, das ich damals mit meiner Ex-Freundin vor Jahren gemacht habe, weil das ist immer noch eines meiner Lieblingsvideos, die ich je gemacht habe, weil es einfach, es war einfach, ich sag so oft einfach. Das war größtenteils improvisiert und es entwickelte sich wirklich zu was Guten. Und ich könnte nicht nur Kochvideos machen, sondern auch so alltägliche Probleme filmen, die ich so in der eigenen Wohnung habe oder sonst irgendwas. Was natürlich auch dazu kommt, vielleicht traue ich mich dann auch mal mit Facecam zu streamen, weil derzeit wollte ich das halt nicht, falls doch während ich streamen ein Elternteil reinkommt und ich will nicht, dass die gegen ihren Willen dann live im Internet sind. Ja, und jetzt versteht ihr auch den Titel vom Video, wohin ich will, weil das sind so die Sachen, auf die ich abziele. Ich werde hundertprozentig, weil ich kenne mich nach 27 Jahren schon zu gut. Ich werde hundertprozentig nur einen Bruchteil von dem machen, wenn überhaupt was von dem, was ich hier im Video jetzt gesagt habe. Das sind nämlich alles Träume, wo ich gerne hin würde und ich habe keine Ahnung, wo ich überall wirklich hinkomme und was ein Traum bleiben wird. Aber mein absoluter Wunsch wäre, dass ich irgendwann was kreiere, wo Leute sich denken, hey, das ist ja verdammt cool. Also wäre es nicht gratis, würde ich sogar Geld dafür bezahlen, dass ich das haben könnte. Das soll keine Aufforderung sein, mir Geld zu geben, aber das ist halt die Formulierung, die mir am besten gefallen hat für das, was ich eigentlich will. Leute, die sagen, das wäre eigentlich Geld wert. Ich habe derzeit nicht vor, mir einen Patreon-Account oder so zu machen oder euch irgendwie das Gefühl zu geben, ich wäre nur auf Geld aus oder so. Das ist es absolut nicht. Aber ich will euch mit irgendeiner Form, ob jetzt mit Comics oder Videos oder Vlogs oder mit von mir aus mit Tweets. Ich will euch irgendwie unterhalten können, dass ihr sagt, hey, das gefällt mir so richtig gut. Und das wäre halt das Ziel, wo ich irgendwo hin möchte. Und sollte es wirklich irgendwann so sein, ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommen wird.
Aber sollte es irgendwann so sein, dass es wirklich so gut ist, dass ich Geld damit verdienen könnte, dann gucke ich weiter. Aber ich gehe davon nicht aus und gehe weiterhin meinen Real-Life-Job nach und verdiene somit Geld, um mein Leben zu finanzieren. Mir kommt irgendwie vor, alles, was ich zum Thema Geld sage, ist sowieso irgendwie falsch. Deswegen höre ich lieber gleich auf, darüber zu reden. Aber ich hoffe, einige von euch haben verstanden, was ich damit jetzt genau aussagen würde und nehmen das nicht in den falschen Mund oder so. Ist das überhaupt eine Redewendung, in den falschen Mund nehmen oder in den falschen Hals kriegen? Ich meine, man, genau, das war in den falschen Hals kriegen, oder? Weil da gibt es ja einen Atemweg und einen Speiseweg. Ich glaube, ich erfinde gerade lauter Begriffe, kann das sein? Ja, jedenfalls, das ist das, was ich ansprechen wollte an den unwichtigeren Themen. Und bevor wir jetzt zum wichtigen Thema kommen, wollte ich euch noch natürlich ein frohes neues Jahr wünschen, auch wenn es ein bisschen verspätet ist. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Jahr 2020 und ich hoffe natürlich, dass sich das mit meiner Wohnung dann zum Positiven entwickelt. Und dass ich mir die Zeit auch für meine Freizeit ein bisschen einteilen kann. Dass mir vielleicht, wenn ich alleine in der neuen Wohnung bin, so langweilig ist, dass ich dann doch mal zeichne, Videos mache oder häufiger streame. Eines von den drei Sachen hoffentlich. Aber ja, in diesem Fall sagt man, glaube ich, einfach nur, schauen wir mal, dann sehen wir eh. So, und jetzt zum richtig wichtigen Thema. Also, ich glaube, das Thema habe ich noch nie angesprochen. Sorry, falls es doppelt angesprochen wird. Aber jetzt mal ehrlich, darüber müssen wir jetzt unbedingt mal reden. Also, das deutsche DuckTales Opening, ne? Wenn die das singen, Vorsicht, es geht ab hier. Pluto und Goofy, alle sind bei dir. Pluto und Goofy kommen in der gesamten Serie nie vor. Was ist denn das für ein Scheiß? Die lügen Kinder einfach schamlos an. Und das seit Jahrzehnten. Und das haben sie schon vor Jahrzehnten angefangen, bevor wir überhaupt lauter lügende Politiker an der Macht hatten. Da haben die schon angefangen, einfach Kinder zu belügen. Ich finde das dreist. Ich finde das unverantwortlich. Und sogar in der Bibel steht, du sollst nicht lügen. Also sie haben sogar eins der 10 Gebote gebrochen. Mit Pluto und Goofy, alle sind bei dir. Das ist einfach schlicht falsch. Das ist unverantwortlich. Also denen muss man echt mal...